Ja, hier ist der Tobi von Session. Ich zeige euch heute die Pearl Chet Smith Signature Snare. Ja, für all die, denen der Chet Smith nix sagt erstmal, das ist der Drummer von Red Hot Chili Peppers. Müsste eigentlich mehr oder weniger jedem bekannt sein. Wer die jetzt nicht kennt, ihr könnt sicher eure Suchmaschine bedienen. Einfach mal eingeben. Auf jeden Fall ein guter Trommler und auch eine gute Snare, die er hier hat. Wir haben hier eine 14x5 Zoll Stahlsnare, in dem Fall vernickelt, also schwarz. Komplett rundherum mit Spannreifen, die Superhoop 2, also schon die etwas stabileren, dass auch der Rimshot ordentlich Krach macht. Wir haben oben und unten 10 Spannschrauben, lässt sich auch sehr gut stimmen, das Gerät. Auch was die Varianten anbelangt, von tief bis sehr hoch, das passt alles. Werde ich euch nachher auch nochmal zeigen, also nicht nur in einer Stimmung spielen, sondern auch in verschiedenen. Hier drin kann man auch nochmal sehen. Sieht ganz nett aus. Wir haben hier einen 20-spiraligen Stahlteppich mit einer einfachen Abhebung. Hier einfach nur festgemacht. Und hier, zack, mit einem Einsteller. Also eigentlich nichts Besonderes. Hier kann man nochmal schön das Badge erkennen mit der Unterschrift vom Chet. Auch hier habe ich mal ein Evans G1-Fell draufgeschraubt, unsere Videofell. Normalerweise ist ein Ambassador drauf, auch encoded. Also, ja, ist nicht wirklich viel Unterschied, aber natürlich zum Vergleichen immer besser, wenn es gleich ist mit den anderen. Und grundsätzlich war es auch schon zur Technik, deshalb spiele ich jetzt einfach mal eine Runde.